Ich begrüße euch dann alle zu diesem Abend. Es ist sehr viel, also eigentlich halte ich nicht gerne so Zoom-Vorträge, sondern lieber mindestens Hybrid. Ich brauche immer Menschen vor mir, die ich sehe, mit denen ich reden kann, die ich spüre. Aber weil ich so viele kenne von euch und ihr euch freundlicherweise mit euren Kacheln zeigt, ist es einfacher. Und ich kenne auch jetzt in Basel den Raum, in dem die sitzen. Das ist auch schön. Das ist vertraut. Ja, aber vor allen Dingen die Menschen. Ja, Leben mit Widersprüchen. Ich meine, der Grundwiderspruch für die meisten von uns ist vermutlich jetzt mal allgemein formuliert. Wir wollen gerne glücklich sein und nicht leiden. Und der Dalai Lama sagt immer, und das ist auch in Ordnung. Aber wir merken natürlich schon als kleine Kinder, und das verändert sich jetzt nie so ganz arg, dass halt auch unangenehme Erfahrungen zum Leben gehören. Irgendwas geht schief, emotional, oder man versteht was nicht, oder Bedingungen verändern sich, mit denen man sich gerade gut eingerichtet hat, etwas verändert sich nicht, von dem man will, dass es sich verändert, was auch immer. Ja, und das ist nicht einfach. Und ich bin ja eine Alt-68erin. Ich habe 1968 Abitur gemacht. Und es war eine Zeit, wo wir glaubten, wir können jetzt alles verändern. Und ein bisschen was haben wir ja auch verändert. Aber manches halt auch nicht. Und manches hat sich geändert, was wir nicht wollten, dass es sich ändert. Aber mei. Und ich bin unheimlich froh, dass ich dem Buddhismus begegnet bin, Ende 20. Mit diesen klaren, einfachen Lehren und passenden Übungen, um zu begreifen, dass natürliches Leiden zum Leben gehört. Und wenn man das nicht will, ja, mei, da muss man halt Selbstmord machen, aber wir wissen ja nicht, was dann kommt. Also auch nicht so nett. Also man kann nicht vermeiden, dass Leiden geschieht, weil wir lebendig sind, weil wir Menschen sind, weil die Bedingungen innen und außen, also in uns und im Außen, so komplex sind und sich immer wieder verändern, dass man einfach das Leben nicht völlig in den Griff kriegt. Also wir kriegen schon eine Menge in den Griff. Ich meine, und wir haben ziemlich viele gute Bedingungen gehabt. Wir leben. Wir können, also ich meine, dass es sowas gibt wie Computer und Zoom-Treffen, das hätte ich mir vor 40 Jahren nicht vorstellen können, ja. Da war ich froh, dass ich ein Telefon hatte. Und es war auch schon mal gut, ja. Also, Leben ist so beschaffen, es gibt natürliches Leiden, weil alle Bedingungen unbeständig sind und so komplex, dass man nicht alles in den Griff kriegt. Man kriegt es einigermaßen in den Griff, phasenweise, aber nie völlig. Und wenn man das ohne Hadern annehmen kann und das Beste daraus machen kann, dann hört das Leiden auf, uns zu belasten. Dann tut mir immer noch mal ein Zahnweh oder der Rücken oder Menschen, ich meine, ich bin jetzt auch älter geworden, da sterben natürlich auch Menschen, die mir nah sind, die mir vertraut sind. Bei mir sind schon Freundinnen gestorben und Freunde. Leben zwar noch die meisten, aber ein paar sind halt schon gestorben. Und es ist hart. Das tut weh, aber ich kann damit klarkommen, weil ich akzeptiere, das gehört zum Leben dazu und dadurch schaffe ich mir nicht noch zusätzliches Leiden. Und dann, sagt der Buddha, kann man Frieden erleben. Mitten in diesem Auf und Ab, wo halt auch körperliche Schmerzen, emotionale Schmerzen, gedankliche Verwicklungen und Verwirrungen einfach auftauchen. Ich ärgere mich dann auch drüber für einen Moment, aber es hält nicht mehr so lang an wie früher. Und das finde ich schon eine ziemliche Freude oder Anlass für Freude. Und diese vier zusammen, Leiden, natürliches Leiden, Unbeständigkeit, Unkontrollierbarkeit, traditionell immer Anatta, nicht ich genannt. Aber ich finde es ungünstig, das Wort, weil man da das falsch verstehen kann. Und ich halte mich da an die tibetische Definition, die sagen,
Anatta bedeutet, es gibt keine fassbare Instanz in uns oder im Außen, die Erfahrungen besitzt und daher kontrollieren könnte. Das ist mit Anatta gemeint und ich verwende eher die interpretierende Fassung Unkontrollierbarkeit, denn das ist das, was uns daran ärgert. Ja, und wer das akzeptieren kann, erlebt das Ende des Haderns. Und ich dichte ja gerne, ich mache mir gerne Verse, die kann ich mir besser merken. Und ich sage euch jetzt diesen Vers dazu und dann singe ich ihn auch einmal. Leben ist tragisch und erhaben. Alles, was kommt, muss auch wieder gehen. Leben geschieht, niemand hat es im Griff. Nur das Ende des Haderns bringt Frieden. Und weil das ja eine ziemlich auch harte Nachricht ist, harte Botschaft, nicht nur eine frohe Botschaft, sondern auch eine harte, habe ich eine schöne, schwungvolle Melodie dafür gewählt. Leben ist tragisch und erhaben, alles, was kommt, muss auch wieder gehen. Leben geschieht, niemand hat es im Griff, nur das Ende des Haderns bringt Frieden. Und wenn wir in einem Raum zusammen sind, dann können wir das auch zusammen singen. Das ist ein bisschen schwierig mit Zoom, weil es immer so Zeitverzögerungen gibt. Deswegen könnt ihr nur zu Hause mitsingen, aber immerhin, das geht auch. Ja, und was machen wir jetzt? Also das eine ist, ich mache mir immer wieder klar, dass diese drei Merkmale zum Leben gehören, diese drei Daseinsmerkmale. Ich singe den Vers jeden Tag, morgens und abends. Und kapiere immer tiefer, wenn ich damit leben lerne und das Beste draus mache, muss ich nicht ständig hadern damit. Das heißt aber, das ist eine Übung, keine Vorschrift. Also natürlich hadere ich manchmal auch und finde was richtig blöd und doof und ärgere mich drüber, aber nicht drei Tage lang, sondern halt dann ein paar Minuten und dann denke ich, ist ja gut, gehört halt zum Leben dazu. Aber es gibt zum Glück auch noch weitere Übungen, die mir unglaublich viel helfen und das ist zum Glück auch in allen Traditionen, also die Tibeter lieben sie und nennen sie die vier unermesslichen Haltungen. Ayakema hat es die vier himmlischen Verweilungen oder göttlichen Verweilungen genannt. Brahma Vihara. Brahma war ja der indische Gott der Liebe und des Mitgefühls. Und Vihara ist ja eigentlich ein Ort. Es gibt ja die Viharas, die Orte, die Klöster, die Einsiedeleien, was auch immer. Also die vier unermesslichen Haltungen. Das heißt nicht, dass die von Anfang an unermesslich sind, aber sie können, wenn wir damit vertraut sind, unermesslich viel Frieden bringen für uns und andere. Und praktisch wie der Buddha war, hat er uns zwei unermessliche Haltungen gelehrt für gute Situationen, Freundlichkeit oder Wohlwollen und Freude und Mitfreude und zwei für schwierige Situationen, Mitgefühl und Gleichmut oder Gelassenheit. Und so haben wir Übungen für jede Lebenslage. Und wenn was schön ist, dann können wir uns drüber freuen. Und das ist jetzt einerseits verständlich, aber andererseits machen wir das oft nicht, weil alles, was häufiger gut läuft, nehmen wir für selbstverständlich und denken nicht mehr drüber nach und freuen uns nicht mehr drüber. Deswegen können wir auch in diesem immer noch sehr reichen Westeuropa auf dermaßen hohem Niveau jammern und klagen. Manchmal bin ich frech und sage, das ist ein Fünf-Sterne-Leiden, was die meisten von uns da haben. Ja? Also, und da finde ich diesen Hinweis, den fand ich von Anfang an gut. Ich meine, ich bin ein Nachkriegskind. Also wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten immer was zu essen, wir hatten immer Kleidung, wir hatten ein Haus. Also es war alles da, was man brauchte zum Leben, aber man hat halt gespart, ja. Und sich über alles gefreut, was es gab, wenn es dann Butterbrezeln gab.
Das war der Himmel auf Erden, ja? Ich meine, jeden Sonntag Butterbrezeln. Einfach klasse. Oder meine Mutter hat nach dem Krieg gesagt, ich esse nie wieder Margarine. Immer nur noch Brötchen mit Butter und Honig drauf. Wunderbar. Also, wir freuen uns Tag für Tag über die Dinge, die funktionieren, die da sind. Und die Tibeter haben eine wunderbare Übung. Die sagen einerseits, freu dich über das, was da ist. Und dann die Steigerung, freu dich über die Probleme, die du nicht hast. Als ich die Übung zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich, hallo. Und ich meine, wir haben ja alle Bekannte, Freundinnen, Nachbarn. Wir wissen, was die an Leiden haben. Also, und die Empfehlung ist nicht, an ganz, 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 ganz weit entfernte Menschen zu denken, primär, sondern an die in unserem Umfeld. Und da wird eben schon klar, meine Güte, habe ich ein Glück, ich habe eine ganze Menge Probleme nicht. Also ist auch hilfreich. Also sich freuen über das, was klappt, was funktioniert, was da ist im Leben. Wunderbar. Und dieses Prinzip der Freude. Und das weckt Energie. Also eine Definition von Virya, von Energie, von Tatkraft, von Ausdauer ist Freude am heilsamen Tun. Ist doch auch schön. Hat mir auch sofort eingeleuchtet. Wenn ich Freude an dem habe, was ich mache und es auch noch mir und anderen gut tut, dann entsteht noch mehr Energie. Ist klar, wunderbar. Und dann zu dem ersten Metta, das nenne ich nicht Liebe. Finde ich die falsche Übersetzung, denn bei uns bedeutet Liebe was anderes. Bei uns bedeutet Liebe diese personale Bezogenheit. Ich liebe nicht alle Leute, aber ich kann Wohlwollen, Freundlichkeit. Ich finde auch Höflichkeit eine unglaublich hilfreiche Haltung, wenn ich Leute doof finde. Ja, dann bin ich zumindest höflich und versuche irgendwas Gemeinsames zu finden, wo man anknüpfen könnte. Und das gelingt eigentlich fast überall. Und wenn es nicht gelingt, dann bleibe ich höflich und sage guten Tag, ich wünsche Ihnen alles Gute, tschüss. Dann bin ich mal weg. Ja. Also Freundlichkeit, Wohlwollen und Freude, wenn es einigermaßen läuft. Ja. Aber ich war sehr dankbar, als Ayakema immer wieder mal in ihren Kursen Anfang der 90er Jahre sagte, ich kann nicht alle Leute lieben. Alle Leute zu lieben, das ist zu schwierig. Ich meine, die war ja Berlinerin und hatte diese etwas freche und etwas manchmal etwas grob wirkende oder direkt wirkende Art. Das mochte ich an ihr sehr gerne. Aber sie sagt, wenn ich jemanden nicht nett finden kann und kein Wohlwollen gleich und so Freundlichkeit habe, dann versuche ich einen Bezug zum Leiden zu kriegen, was diese Person haben könnte. Und sofort entsteht ein Bezug. Ich habe das sofort ausprobiert. Wenn ich jemanden doof finde, ich mag Leute nicht, die angeben. Die gehen mir furchtbar auf den Geist. Aber dann sehe ich halt immer ein kleines Würstchen dahinter, was versucht, durch das Angeben irgendwie wichtig zu werden. Und dann spüre ich eine Verbindung, weil ich habe auch eine arrogante Seite. Ja, ich denke auch oft, ich weiß es besser als die anderen. Also Einfühlung in das Leiden der anderen Person ist eine Hilfe, einen Bezug zu kriegen, wenn man nicht so viel Sympathie hat, aber auch natürlich, wenn man halt Leute im Umfeld hat, denen es nicht so gut geht. Aber da muss man aufpassen. Wir verwechseln das oft mit Mitleid und dann leiden zwei. Hat keiner was davon. Und da habe ich von einem Psychologen, dessen Frau lange Jahre bei mir meditiert hat, eine Unterscheidung gelernt, der hat gesagt, zuerst Einfühlung und unterscheiden. Das ist dein Leid und das ist mein Leid. Keine Identifikation, keine Konfluenz, wie das psychologisch heißt. Und dann der buddhistische Ansatz, Mitgefühl bedeutet, ich wünsche mir von Herzen, dass das Leiden weniger wird. Bei mir, bei dir. Ich wünsche mir das wirklich. Und, das finde ich unglaublich wichtig, die Zuversicht, dass das möglich sein könnte, selbst wenn ich es heute noch nicht weiß, wie das gehen sollte. Also auch ein positiver Bezug. Und da ist wieder dir der Weg gebahnt, wenn ich anderen Menschen
Mitgefühl entgegenbringe, darf ich nicht den Blick verlieren für das, was sie auch können, was ihre Fähigkeiten sind. Ich darf sie nicht reduzieren auf das, worunter sie leiden. Und das ist in diesem buddhistischen Hinweis drin. Zum Mitgefühl, dem Wunsch, dass Leiden weniger wird, gehört auch Metta, Freundlichkeit, Wohlwollen, die Zuversicht, dass das möglich sein könnte. Finde ich echt gut. Ja, und dann, manche Situationen sind ein bisschen schwierig, da leidet die andere Person nicht mal, aber sie geht mir trotzdem auf den Geist. Oder sie macht Sachen, die ich nicht gut finde. Ja, da gibt es ja ein paar Leute auf der Welt, jetzt auch etwas weiter entfernt von uns, die Sachen machen, die finde ich überhaupt nicht gut, die stimmen nicht mit meinem Wertesystem überein, die finde ich ungeschickt, die machen nicht mal die Leute glücklich. Was dann? Dann empfehlen sie Gleichmut. Und das hören wir nicht so gerne, weil das klingt nach Gleichgültigkeit, aber das ist nicht gemeint. Wer gleichgültig ist, baut eine Mauer, weil er Angst hat vor Leiden. Ich will nichts spüren, ja, erstarren, nichts spüren wollen. Aber Gleichmut, ich finde auch das Wort Mut, da ist Mut drin. Natürlich heißt es primär Gemüt, eine Gemütshaltung, aber es ist auch der Begriff Mut drin und der hat ja einen Klang, der hat ja ein Bedeutungsspektrum. Also Gleichmut bedeutet, ich akzeptiere, dass es Schwierigkeiten gibt, ich verzweifle daran nicht, weil ich die drei Daseinsmerkmale anerkenne und wahrnehme. Leiden gehört zum Leben dazu, weil alles unbeständig ist und so komplex, dass es niemand in den Griff kriegt. Also ein Gleichmut aus Einsicht in die sozusagen Lebensgesetze. Und es ist keine Gleichgültigkeit. Die hat Angst. Gleichmut sagt, ja, in guten wie in schlechten Zeiten will ich versuchen, das Beste aus meinen Erfahrungen zu machen. Und das ist natürlich günstig, wenn man mit anderen einigermaßen klarkommt, dann kann man auch gemeinsam oft was zustande bringen, Umstände zum Besseren gestalten und so weiter. Also das ist die Grundempfehlung, die der Buddha gibt für ein Leben, wo es eben rauf und runter geht, wo wir große Wünsche haben und Sehnsüchte nach Glück und Frieden und einer heilen Welt, ist ja häufig zu hören, ja. Aber wir erleben einfach auch was anderes. Und irgendwann habe ich kapiert, auch ich bin ein sehr politisch denkender Mensch, ich habe auch Politik studiert und ich möchte die Gesellschaft verändern zum Guten. Aber irgendwann habe ich kapiert, wenn ich Angst habe und ich wütend bin und ich Feindbilder habe, dann bin ich nicht in der Lage, die Welt zum Besseren zu verändern. Es können nur Menschen, die andere inspirieren können durch ihre Zuversicht, durch ihre Kreativität, durch ihr positives Vorbild sein. Ja, die können Menschen inspirieren, sich zusammenzuschließen, zusammenzuarbeiten, gemeinsam was zu versuchen. Ja, da braucht man Zuversicht und da braucht man eine gewisse Leichtigkeit und da braucht man vor allen Dingen ein Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen. Und wenn ich die nur bei anderen Leuten sehe, ja, dann vermehre ich vermutlich nur die schwierigen Gefühle und die überzogenen Ansprüche. Aber das ist natürlich nicht leicht. Und deswegen finde ich immer den Hinweis gut, was der Buddha gelehrt hat, was ich von meinen tibetischen Lamas gelernt habe, ist, das sind Übungen und keine Vorschriften. Weil manchmal neigen wir dann dazu, ein du sollst aber zu hören. Und ich, also da werde ich rebellisch. Und manchmal kann ich das sogar produktiv benutzen. Ich möchte regelmäßig meditieren. Habe von meiner Kollegin Silvia Kolt gelernt, nicht mehr zu sagen, ich möchte täglich meditieren, weil dann ist Druck. Sie sagt, ich möchte regelmäßig meditieren. Dann darf ich mal einen Tag Pause machen, ja? Sonntagsruhe, auch vom Meditieren vielleicht. Oder wie auch immer. Und manchmal habe ich keine Lust zu meditieren. Was mache ich dann? Dann sage ich zu mir, Silvi, dann darfst du morgen auch nicht meditieren. Und dann werde ich rebellisch
und denke, das lasse ich mir von dir nicht vorschreiben, dann meditiere ich lieber heute auch. Also man muss gucken, wie man mit seiner eigenen rebellischen Natur umgeht. Also bei mir hilft es, ja. Also man muss seine eigenen Stärken und Schwächen kennen. Also ich sage auch Stärken, aber auch die Schwächen, weil wir neigen natürlich dazu, wenn wir unsicher sind, wenn wir an diesen Widersprüchen im Leben leiden, dann suchen wir natürlich nach Schuldigen. Und ich meine, wir sind fantasievoll genug, immer jemand zu finden, der schuld ist. Und es ist ja auch entlastend. Also wenn ich denke, irgendwas ist schiefgegangen, ja, da bist du schuld dran. Oder je nachdem, die Deutsche Bahn ist schuld, ja. Oder die blöden Medien sind schuld. Oder das System, der Kapitalismus und so weiter. Also manchmal habe ich so das Gefühl, der Teufel ist nicht weg, die Teufelvorstellung, der wird einfach nur mit anderen Inhalten gefüllt. Ist halt das System und der Kapitalismus, das sind die Bösen, ja. Und solange man die Schuld im Außen sucht, fühlt man sich und findet, fühlt man sich natürlich immer ohnmächtiger. Also ich denke, das System ist schuld, bin ich so klein ohne Hut. Und ich vertraue darauf, also ich lese gern Bücher über Geschichte. Ich meine, das Römische Reich ist untergegangen. Viele Reiche sind untergegangen. Ägypten war eine unglaublich große und differenzierte Kultur, das Persische Reich, Athen und so weiter. Wir haben genug Beispiele. Ja, ja, aber Veränderung passiert. Umstände verändern sich, Zeitgeist verändert sich, weil sich Menschen verändern, weil Menschen was anderes wollen. Und darauf vertraue ich, es gibt, solange es Menschen gibt, die ein respektvolles Miteinander wollen und Übungen kennen und ausprobieren, wie man das lernt, mit anderen auszukommen, ohne sich nur anzupassen, aber auch ohne die anderen einfach immer nur zu dominieren. Wenn wir das lernen wollen, dann ist es gut, wenn wir uns zusammentun und miteinander reden und ausprobieren. Und mit der Zeit entsteht ein Zeitgeist, der sich dann auch in der Bewegung manifestiert. Also ich habe das ja 68 mitgekriegt. Das hat niemand gedacht, dass das da passieren könnte. Ja? Und plötzlich hat sich die Gesellschaft verändert. Natürlich nicht alle haben gemacht, was ich gut fand, aber ja, auch Leute, die ich gut kannte, haben Sachen gemacht, die fand ich auch nicht gut. Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich vertraue darauf, dass wir, wenn wir heilsame Haltungen entwickeln, wenn wir die unheilsamen erkennen und abbauen, dass dann eine Energie entsteht, wo Gesellschaft sich zum Positiven verändern kann. Und es braucht in allen Bewegungen kreative Menschen, die heilsam wirken, die ihr Herz öffnen, Herz und Geist klären, die das Gute tun, das Böse lassen und Herz und Geist klären. Und je mehr Menschen es gibt, die das versuchen, desto eher ändert sich das Klima im Zusammenleben und dann passiert was Gutes. Und zum einen lernen wir mit Widersprüchen dann leben, aber andererseits lernen wir auch, mit Leuten auszukommen und die Zuversicht nicht zu verlieren, dass man was positiv verändern kann. Also ist meine Haltung. Also ich glaube nicht, dass große Bewegungen von Leuten, die ihre Schattenseiten nicht kennen und wunderbare heile Weltfantasien haben, dass die Welt zum Besseren verändern. Das glaube ich nicht. Da habe ich genug erlebt schon, die das probiert haben. Ja. Mit unklarem Herzen und Geist und hohen Idealen und tollen heile Weltfantasien, da passiert nicht so viel Positives. Weil man dann immer wieder frustriert ist oder frustriert ist, weil die Leute nicht machen, was man richtig findet. Aber meine Leute sind halt verschieden. Ja, das sind so ein paar Ideen, die ich dazu habe. Und wenn ihr möchtet, mache ich jetzt eine kleine Übung dazu. Aber zuerst bewegen wir uns mal ein bisschen, ja?